Hallo, ich bin die Michaela und wir haben den Bravo TV Megapreis gewonnen. Tja, und der konnte sich sehen lassen. Die beiden bayerischen Schülerinnen waren von Bravo TV eingeladen, die 5 Backstreet Boys hautnah zu erleben. Im Rahmen ihrer Christmas-Tour machte die amerikanische Boygroup an diesem Tag in Koblenz Halt. Vor ihrem Konzert begrüßten AJ, B-Rock, Kev, Howie und natürlich Nick die beiden glücklichen Gewinnerinnen persönlich. Die Backstage-Ausweise öffneten den Mädchen die Türen zu einem der begehrtesten Räume dieses Abends. In der ausverkauften Halle stimmten sich die wartenden Fans schon mal auf das Konzert ein. Für Julia und Michaela ging ein Traum in Erfüllung. Hallo. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? Gut. Nick, für dich habe ich Karottensamen mitgebracht. Jetzt kannst du deine eigenen züchten. Oh, für mich? Dankeschön. Thank you. What are you doing? Das hänge ich mir an den Weihnachtsbaum. Du auf Weihnachten. Thank you. Christmas time, time to share our love. Come and join. The tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Nachdem die Backstreet Boys sich mit ihrem Weihnachtslied Christmas Time bei den Mädchen bedankt hatten, gaben sie noch einige Autogramme. Kurz darauf mussten sie sich von den Girls verabschieden, denn gleich sollte das Konzert beginnen. Ja, also wir sind jetzt gerade von dem Treffen mit den Jungs gekommen. Also es war wirklich total toll und aufregend. Und jetzt stehen wir hier in der ersten Reihe, haben super Platz. Und dann ging es los. Mit dem Hit We've Got It Going On starteten die Backstreet Boys ihre 90-minütige Show. 6000 Fans jubelten und begrüßten ihre Stars. Die Fangemeinde der Boys wird von Tag zu Tag größer. Ja, manchmal rufen welche um 3 Uhr morgens im Hotelzimmer an. Die Fans sind dann noch hellwach und fragen, hey, hast du Lust zu reden? Ich glaube, die Fans rufen in jedem Zimmer an. Wenn du rangehst und sagst, yeah, hello, dann wissen sie Bescheid. Deswegen sage ich jetzt immer, ja, hallo. Im Frühjahr kommen die Backstreet Boys wieder nach Deutschland. Dann wird Bravo TV erneut ein Backstage-Treffen verlosen. Wenn ihr gewinnt, dann könnt ihr sicher sein, dass sich die Jungs genauso viel Zeit für euch nehmen werden wie für Julia und Michaela. The world is just like